Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, Psalmen, eine Einführung. Psalm 94. Dieser Psalm trägt der Tatsache Rechnung, dass die Rache dem Herrn gehört. Der Psalmist bat den Herrn, an den Stolzen Rache zu üben, die auf unverschämte Art und Weise die Gerechten bedrücken. Der Schreiber des Psalmes vertraut darauf, dass der Herr sein Volk nicht verlassen, sondern es erlösen wird. Denn im Herrschaftsbereich des Herrn ist für die Gottlosen kein Raum. Gebet um Rache. Psalm 94, Vers 1 bis 3. Verse 1 bis 7 geben ein Gebet wieder, das Gott doch in der frohlockenden gottlosen Rache üben möge. In Vers 1 bis 3 bestätigt der Psalmist, dass die Rache dem Herrn gehört. Weil Gott der Richter über die Erde ist, muss er auch an den Gottlosen Vergeltung üben. Auch hier fragte der Psalmist, wie lange, vergleiche den Kommentar zu Psalm 64, Verse 6. Vergleiche den Kommentar zu Psalm 6, Vers 4. Die fortwährende Freude der Gottlosen scheint fehl am Platze zu sein, denn sie sind Feinde Gottes. Psalm 73, Vers 3 bis 12. Psalm 94, Verse 4 bis 7. Um seine Bitte zu rechtfertigen, beklagt der Psalmist die freche Bedrückung der Gerechten durch die Hochmütigen. Die Rede der Gottlosen ist hochmütig. Sie bedrücken das Volk Gottes, sein Erbteil. Und vergleiche Psalm 94, 14 und den Kommentar zu Psalm 28, Vers 9 und 5. Mose 4, 20. Die Gottlosen vernichten die Armen und Bedrückten. Diesen sollen die gläubigen Verantwortlichen beistehen. Psalm 72, 4. Die Gottlosen tun alles, weil sie davon überzeugt sind, dass der Herr sie nicht beachtet. Psalm 73, 11. B. Warnung vor dem Gericht. Der Psalmist rief die Gottlosen auf, ihr Tun zu überdenken. Er verwundert sich darüber, dass die Gottlosen keine Weisheit erlangen. Gott kennt ihre vergeblichen Anschläge und Anstrengungen, die Gerechten zu bedrücken. Die Logik ist hier einfach, aber eindrucksvoll. Der das Ohr des Menschen schuf, der kann bestimmt auch hören, der das Auge gebildet hat, der kann auch sehen und so weiter. Psalm 94, Verse 12 bis 15. Aus diesen Versen wird das Vertrauen des Psalmistes zum Herrn deutlich. Wer von Gott gezüchtigt wird, der erfährt Segen. Denn er wird aus dem Gesetz unterwiesen. Auch wenn ein Gläubiger von gottlosen Bedrückungen erfährt, kann er sich damit trösten, dass Gott derartige Bedrückungen gebrauchen kann, um ihn zu unterweisen. Gott wird ihm aus dem Unglück Ruhe schaffen, wenn die Gottlosen untergegangen sind. Der Psalmist war sich gewiss, dass Gott sein Volk nicht verlassen, vergleiche Vers 15, und den Kommentar zu Psalm 28, Vers 9, 5. Mose 4, 20, sondern Gerechtigkeit wieder aufrichten werde. C. Trost vom Herrn. Psalm 94, Verse 16 bis 19. Der einzige Trost des Psalmisten war der Herr. Als er gefragt hatte, wer für ihn gegen die Sünder aufstünde, erkannte er, dass sein Schutz vom Herrn kam. Als er schon fast völlig verzweifelt war, als sein Fuß ausglitt, vergleiche Psalm 73, 2, machte die Gnade Gottes sein verängstigtes Herz ruhig und gab ihm Freude. Psalm 94, Verse 20 bis 23. Daraufhin sah der Psalmist Gottes Vergeltung an den Gottlosen voraus. Der Thron der Bösen, wörtlich Thron der Bosheit, nimmt Bezug auf schändliche Herrscher, deren Gesetzgebung
auf die Vernichtung der Gerechten hinzielt. Sie haben kein Teil an Gott. Deshalb setzt der Psalmist sein Vertrauen auf den Herrn. Seine Feste, vergleiche den Kommentar zu Psalm 9, Vers 10. Seinen Fels und seine Zuflucht, vergleiche den Kommentar zu Psalm 18, Vers 1. Denn er wusste, dass der Herr ihn, ihre Sünden vergelten und sie vertilgen würde. Eine zweite überblickmäßige Betrachtung zu Psalm 94 in dieser Reihe. Mit diesem Psalm beginnt eine neue Psalmserie. Er führt uns zurück in die Drangsalszeit, kurz vor der Erscheinung Christi. Der Überrest leidet unter den Ungerechtigkeit, mit der der Antichrist über das Land herrscht, aufgrund der Verfolgung durch seine abtrünnigen Brüder, die dem Antichristen folgen, ruft er zu dem Herrn, dass er kommen möge, um als Richter der Erde aufzutreten. Psalm 94, Verse 1 bis 7. Der Überrest fordert sie zur Umkehr auf und fleht sie an, zu bedenken, dass der Herr alle ihre Bosheit sieht. Er ermahnt jeden, der unter ihrem Volke weilt, auf dem Wege eines glückseligen Mannes gefunden zu werden, der Gott erwartet und sich von dessen Gesetz leiten lässt. Psalm 94, 8. Der Überrest fordert sie auf, im Glauben gegen die Übeltäter aufzustehen. Er ermutigt sie, dass der Herr sie in seiner Gnade bewahren wird, wie er es mit ihnen selbst ebenfalls getan hat. Psalm 94, Verse 16 bis 19. Doch während der Überrest wartet, wird er sich bewusst, dass, wenn der Herr zur Aufrichtung seines Reiches in Gerechtigkeit kommen wird, auch der Thron des Verderbens, die Herrschaft des Antichristen, ein Ende finden wird. Folglich hat er die Antwort auf seine Frage, bis wann werden die Gottlosen frohlocken, aus Vers 3 gefunden und kann zuversichtlich sein, dass der gesamte Zustand der Dinge unter dem Antichristen nicht mehr lange dauern wird. Hiob 20, Vers 5. Der Herr wird die Gottlosen im Gericht vertilgen. Psalm 94, Verse 20 bis 23. Und eine letzte Kurzüberbetrachtung zu Psalm 94. Im Psalm 94 finden wir diesen Notschrei, der gleichzeitig ein volles Verständnis bezüglich der eigenen Lage, der Handlungsweise Gottes, der Stellung der Gesetzlosen sowie des zu erwartenden Endergebnisses zum Ausdruck bringt. Und zwar, wie in allen Psalmen dieses Buches, aufgrund wohlbekannter Beziehungen zu Jehova. Wir haben im Psalm 91 gesehen, wie Christus sich mit dem Volke eins macht, damit sie, also mit ihm vereinigt, zum Genuss der vollen Segnung gelangen möchten. Psalm 94 wendet sich an Jehova als den Gott der Rache und wünscht, dass er erscheinen, sich als Richter der Erde erheben und den Hoffärtigen Vergeltung geben möchte. Das bis wann wird jetzt ernstlich und dringend, die Gottlosigkeit und Gewalttätigkeit der Bösen nimmt überhand. In den Versen 8 bis 10 wird der ungläubige Israeliten die Torheit ihrer Handlungsweise vorgestellt. In den Versen 12 bis 15 finden wir eine Erklärung der Wege Jehovas, die voll der tiefsten Unterweisung ist. Glückselig der Mann, den du züchtigst, Jehova, den du belehrst aus deinem Gesetz. So handelt Jehova mit dem gläubigen Überrest, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gesetzlosen die Grube gegraben wird. Ohne Zweifel haben die Formen, wie wir das in den Psalmen ausgedrückt finden, zu Zeiten diese Wahrheit fast vergessen. Psalm 73. Doch war dies nicht immer der Fall. Siehe Psalm 27, Vers 5. Der Glaube vergisst sie nicht. Und darin liegt der Schlüssel zum Verständnis der Leiden des Überrestes.
auch der unseren unter der Leitung unseres Gottes und Vater. Inmitten des uns umgebenden Bösen hat es die Seele mit Gott zu tun, nicht nur indem sie sich willig unterwirft, sondern indem sie die Leiden, durch die sie geht, als einen Kelch betrachtet, der ihr von Jehova, uns, von unserem Vater, gereicht wird. Damit schwindet alsbald die Störung und Bestürzung, die gefühlt wird, solange der eigene Wille ungebrochen ist. Und wir meinen, es mit Menschen zu tun haben und uns nicht zu helfen wissen. Sobald der Eigenwille dieses großen Hindernis gebrochen ist, unterweist Gott das nun unterwürfige Herz. Es nimmt jetzt die richtige Stellung vor ihm ein. Dem Glauben steht es übrigens überdies fest, dass Jehova sein Volk niemals verwerfen wird. Aber das Gericht wird zur Gerechtigkeit zurückkehren und die Aufrichtigen werden ihm folgen. Das ist der große und überaus wichtige Grundsatz, auf dem der Umschwung beruht, den wir in diesem Psalmen wahrnehmen. Das Gericht, das so lange von der Gerechtigkeit getrennt war, kehrt jetzt zu ihr zurück. Einst war das Gericht in den Händen eines Pilatus, während die Gerechtigkeit in Christo war. In jenem Augenblick war der Gegensatz vollständig, aber wir finden ihn mehr oder weniger zu allen Zeiten und überall. Zu leiden um der Gerechtigkeit willen und eine in den Himmeln festgestellte göttliche Gerechtigkeit zu besitzen, mag ein noch besseres Teil sein, als auf der Erde das Gericht zur Gerechtigkeit zurückkehren zu sehen. Ja, es ist sicherlich besser, es ist das Teil Christi als des jetzt verherrlichten Menschen. Aber das ist nicht die Handhabung der Gerechtigkeit auf der Erde. In jener Zeit aber, von der die vorliegenden Psalmen reden, wird die Gerechtigkeit tatsächlich auf der Erde gehandhabt werden. Wer aber ist es, der das zur Ausführung bringen wird? Wer wird die Sache der Frommen in seine Hand nehmen und für den Überrest aufstehen gegen die so mächtigen Übeltäter? Hätte Jehova es nicht getan, so würde die Seele der Frommen bald ins Schweigen hinabgefahren sein. Wie wahr dieses in Bezug auf Christum war, insoweit die Menschen in Betracht kommen und wie völlig er daher in diese Gedanken und Gefühle des Überrestes eingehen kann, brauche ich wohl kaum zu sagen. Selbst wenn der Überrest fürchtet zu fallen, hilft ihm Jehova. Und bei der Menge der Gedanken, ja, inmitten aller Macht des Bösen, erfüllen die Tröstungen Jehovas die Seele mit Wonne. In Vers 20 ruft der Überrest in höchst bemerkenswerter Weise die Gerechtigkeit Jehovas an. Sollte der Thron des Verderbens vereinigt sein können mit dem Throne Jehovas? Wenn nicht, so sind die Tage der Herrschaft der Gesetzlosigkeit gezählt. Dass Bosheit vorhanden ist, ist jetzt offenbar. Doch Jehova, die Zufluchtsstätte der Frommen, der Richter der Bösen, wird das Unheil, das die Letzteren gestiftet haben, auf ihr eigenes Haupt zurückbringen. Er wird sie vertilgen. So gibt uns dieser Psalm, wie ich schon sagte, einen bemerkenswerten und vollständigen Überblick über die ganze Lage des Überrestes und Jehovas Wege mit ihm. In dem Psalm 95 bis 100 schreitet die Einführung des Eingeborenen in den Erdkreis deutlich fort. Doch wird er hier überall betrachtet als Jehova, der vom Himmel her zum Gericht kommt und schließlich seinen Platz zwischen den Cherubim einnimmt.
und die Welt wird aufgefordert, ihn an diesem Platz anzubeten. Die Aufrichtung und Segnung Israels in Macht wird im Gegensatz gestellt zu ihrem einzigen Fehlen nach ihrer ersten Befreiung. Hier will ich folgen, wo